Das ist die totale Revolution. Das ist ein winziger Wohnwagen, den man zu einem riesengroßen Wohnwagen erweitern kann. Und das Ganze steht am Stand von Liontron. Und hier ist der Wolli. Grüß dich, Wolli. Hallo, grüß dich. Ja, grüß dich, Shenandoah. Hallo. Ja, du hast ja schon viel gesehen, aber guck mal hier diesen Slide-Out an. Der geht einfach hinten raus und das ganze Fahrzeug ist mal wieder riesengroß. Und wir kennen das ja vom Wolli. Wir haben ja zuletzt sein Fahrzeug haben wir gezeigt. Und der ist ja dafür bekannt, Fahrzeuge zu kaufen, die ganz viele Gadgets haben, wie zum Beispiel das letzte Mal zwei Hubbetten, die dir unglaublich viel Platz bieten. Und das Ganze hat eine Geschichte. Ihr seid nämlich hier auf der Messe mit Liontron, seid einer der ganz großen Batteriehersteller auf der Abenteuer Allrad und habt das Fahrzeug dabei und der hängt hinten dran, oder? Jawohl, der hängt hinter unserem Tecne. Das ist der erste in Deutschland überhaupt. Das ist ein 7,5-Tonner Allrad mit Portalachsen, also wie ein kleiner Unimog. Wird in Italien gebaut für Bergfeuerwehren, ist nur 2 Meter breit. Und zwar der Trick dabei ist folgendes: Wenn es irgendwo in den Bergen rund ums Mittelmeer brennt, da muss die Feuerwehr zum Brandherd oben auf dem Berg. Da ist immer noch ein Dorf davor. Und in dem Dorf sind Brücken. Und diese Brücken sind in den Dörfern 2,20 Meter. Also kommt da kein LKW durch. Deshalb wurde das als Bergfeuerwehr entwickelt. So, weil es schmal ist, ist aber 7,5 Tonnen. Portalachsen heißt, die Achse ist nicht in der Mitte, sondern höher. Die ist hochgelegt. Hochgelegt, ja, wie Unimog. Unimog hat das, ne? Im Prinzip ist der Mittelpunkt nicht in der Mitte, sondern weiter oben? Ja, das ist nochmal ein Getriebe in der Achse drin. Ja, das wird oben angesteuert und wird umgelenkt, das Getriebe nach unten. So. Das ist der Tecne, den haben wir mal gekauft, um da ein Showcar zu machen. Der ist neu. Ja, für Liontron, das ist ganz neu. So, dann haben wir das aber nicht geschafft, weil wir so viel zu tun hatten. Da haben wir gedacht, zur Messe nehmen wir unseren ganz normalen Messestand. Davon haben wir ein halbes Dutzend von diesen Ständen. Und haben ihn draufgeschraubt. Und haben den einfach draufgeschraubt, vom normalen Anhänger, 2 Achse auf den Tecne. Weil wir wollten hier ein bisschen standesgemäß auflaufen, nicht mit weißer Ware fahren, sondern mit sowas. So. Jetzt hatten wir aber, da wir jetzt einen Messestand haben, haben natürlich die Messemitarbeiter, können nicht mehr schlafen. Können nicht übernachten. Und man übernachtet hier zünftig auf der Abenteuer Allrad. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen Wohnwagen. Die Portale vorne. Den hängen wir hinten dran. So. Weiße Ware, Wohnwagen war natürlich auch nichts, weil das ist ja überhaupt nicht zünftig. Also haben wir gesucht, bis wir was Spezielles gefunden haben. Da haben wir dieses Fahrzeug gefunden. Das Spezielle an diesem Fahrzeug ist, du hast es eben kurz angedeutet, das Fahrzeug hat einen riesigen Slide-Out nach hinten, der praktisch ein komplettes Schlafzimmer darstellt. Ein riesen Kuschelbett ist das, ne? Das Kuschelbett, das ist also fast 2 Meter lang, fast 2 Meter breit. Ich habe es nicht vermessen, ne? Also genial. So, wenn ich wegfahre, schiebe ich das einfach zusammen und habe dann einen ganz normalen Wohnwagen. So, der relativ klein ist. Weil wenn wir jetzt sowas machen, machen wir das richtig, absolut autark. Also ich behaupte auch mal wieder, es gibt keinen Wohnwagen auf dem Markt, der, wie dieses Fahrzeug, eine eingebaute Klimaanlage hat, 2x200 Ampere Lithium, kein Gas, sondern gekocht wird mit Induktionskochplatten, die ist hier rechts um die Ecke, siehst du diese runde Kochplatte? Ja. Induktionskochplatte. So, dann, ja, kannst du mal rein. So, Induktion habt ihr eingebaut? Ja, Induktionskochplatte. Dann haben wir 1000 Watt Solarpaneele aufs Dach gebaut. Und zwar auch Slide-Out-mäßig kann man das Solarpanel raussliden. Und dann ist es gleichzeitig eine Überdachung und ein Sonnenschutz. Und auch das mittlere, das ist Glasdach, siehst du, wenn die Sonne zu sehr reinscheint, ja, schützt es auch vor der Sonne. Okay, das heißt, man kann das Glasdach trotzdem noch öffnen? Man kann das Glasdach trotzdem öffnen, ja. Wie viel hier vorne auch, ne? Aber im Prinzip ist es ein Schutz vor zu viel Sonne. Mhm. Ne? Aber gleichzeitig dann als Solarmodul ausgeführt. Mit 1000 Watt. Somit ist das total autark. Die beiden Mitarbeiter, die hier während der Messe drin wohnen, die sind da ganz happy. Da ist eine Heizung eingebaut. Eine Truma Dieselheizung, wie man sie auch von Wohnmobilen kennt. Die Klimaanlage, die ist auf der anderen Seite, die ist auch in einem Kasten drin von einem italienischen Hersteller, der die eigentlich entwickelt hat für LKW-Standklima. Also Unterflur. Und heute also nicht mit 230 Volt Wechselstrom wie alle anderen, sondern das ist eine 12 Volt Klimaanlage. Ja? Okay. Die gibt es als 24 Volt für die LKWs.
Also wenn der LKW parkt im Sommer, dann will er ja nicht den Motor laufen lassen, um kühl zu haben. So, dann hat er Batterien und man nennt das Standklimaanlage. Das haben wir da auch eben noch reingemacht, so zur Messe. Ja, ansonsten ist das ganz witzig, die Nachfrage ist riesig, verkaufen tun wir es nicht. Oh, man muss sagen, der Hersteller ist, den werde ich gleich mal filmen, ist Kempra Van. Genau, du kannst gerne mal reingehen. Denn das phänomenale Wolli, wenn du mal kurz mit reinkommst, du hast erstmal eine schöne Stehhöhe, du hast fast 1,90 Meter Stehhöhe, ja, die da ist. Aber das Besondere ist ja wohl das Schlafzimmer hinten. Das heißt, Schlafzimmer ist Hammer. Das habe ich noch nie sowas gesehen. Ja. Das heißt, du hast ein richtig großes Schlafzimmer. Richtig, riesengroß. Und das Ding ist zusammengefahren, gerade mal, das geht bis hier rein. Guck mal hier, da vorne ist die Schiene. Ja. Also wenn das zieht sich hier rein, bis hierher. Ist das so, von der Hand drückt man das rein oder fährt das rein? Elektrisch. Elektrisch. Nur, dass da das ein Prototyp ist, tut es der Elektromotor zur Zeit nicht. Das können wir aber mit der Hand reinschieben. So, geht also auch mit der Hand. Dann hast du hier das riesengroße Schlafzimmer. Ja, eigentlich elektrisch. Jetzt ist das schon ein bisschen kalt. Ist hier warm drin? Ich weiß nicht. Muss man meinen Sohn fragen, der wohnt da drin. Ich denke schon, das war. Hier ist eine Heizung eingebaut. Eine Dieselheizung. Ja gut, ist die Frage, ob die das hält dann, jetzt bei der Kälte hält. Hier ist schön warm drin gerade. Ja. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, aber die Sonne scheint auch ein bisschen. Wahrscheinlich ist nicht die Heizung an, das ist die Sonne. Mhm. So, hier vorne ist noch ein Fach, warte mal kurz. Mal reingucken. Gedöns. Dann ist hier ein Bad. Wahrscheinlich auch Gedöns. So, und damit das Ganze eine Tedford Portapotty drin. Ja. Dann hast du hier, ja, ist genial, das Fahrzeug. Du hast einen Boden drin, du hast einen Tisch, den kannst du absenken, was du auch musst, sonst kriegst du den Slider nicht rein. So, der ist hier mit drin. Du hast eine richtig große Sitzgruppe. Das ist der absolute Hammer, das Teil. Guck mal, wie klein der ist eingefahren. Und dann hast du hier mit Schlafzimmer und allem drum und dran. Warte mal, Wolli, ich gehe mal gerade an die Stelle, wo du gerade bist. Ja. Geh mal hier ins Bad rein. Dann kriege ich einen möglichst tiefen Blick hier rein und kann mal filmen. Wir sind auf dem Wohnwagen mit einer Länge von rund 4 Meter. Nicht mal vier Meter. Spürst du nicht. Das ist ein Prototyp, gell? Sagst du? Ja, das ist ein Prototyp. Warte mal, komm, wir gehen mal kurz raus. Der wird in Türkei gebaut, dieser Prototyp. Und wir haben den auf einer Messe gesehen und haben sofort in das Ding verliebt. Wir haben gesagt, komm, den nehmen wir mit. Bauen da draus ein Showmobil für unsere Messen. Ne? Für den Prototyp. Komm, wir gehen mal kurz raus. Dann zeige ich mal gerade, hier vorne ist die Deichsel, dass man das sieht. Und das ist Raptor. Internet. Das ist Kampra Van, steht drauf. Das ist auch MaxView, also Internet, ne? Das haben wir auch alles gemacht hier. Also der ist total autark. So, und das ist die Solarplatte, die kannst du rausziehen? Zwei Stück. Und damit du mehr Platz hast? Ja. Ach, du hast einen Regenschutz? Ja, du hast einen Regen- und einen Sonnenschutz. Kannst du die noch weiter rausziehen, die haben die jetzt nicht ganz rausgezogen. So, ich finde das so phänomenal, ich muss mal gerade drunter durchkrabbeln. Das war mal... Das kannst du auf der anderen Seite, kannst du eine Klappe aufmachen. Dass wir da mal sehen, wie das Ding von der Seite aussieht. Die sieht man nämlich noch deutlicher. Da kann man gucken, hier ist das Schlafzimmer. Das ist das Konzept von hinten. Ja. Auch mit den Lampen, ich finde, das ist ganz, ganz gelungen, sag ich mal. Genau, ich brauche mal gerade ein Startbild. Wenn du dich mal gerade nach rechts stellst, dass wir das mal haben, ein kleines bisschen mehr nach rechts. So, super. Nee, nach rechts, das andere rechts. Von mir aus. Ja, von dir aus war es richtig. Einmal drehen, einmal kurz lächeln. Ist das Ding geil? Und überleg mal, wie winzig das ist, zusammengeschoben. Fühlst du gar nicht drinnen, also. Das fühlst du überhaupt nicht. Du, nicht. Das ist aus Aluminium. Ja. Hier, massiv Aluminium gebaut. Hier sind jede Menge Staufische. Ne? Hier noch eins. Ja, und hier ist die Klimaanlage, die eingebaute Klimaanlage. Die man sogar rausnehmen könnte. Ja. Und könnte damit, bei den LKWs nehmen die raus und bauen die eben in einen anderen LKW rein. Dass die nicht in jeden LKW einbrauchen. Ne? So, du hast natürlich ordentliche Felgen drauf gemacht und Reifen, damit es auch gut aussieht. Die waren drauf. Die gehören dazu zu dem Fahrzeug, weil das Fahrzeug ist als Outdoor-Fahrzeug ja designed und entwickelt. So, und bitte noch nicht anrufen, Prototyp. Ja. Ihr verkauft die auch nicht, ihr macht Batterien, nein. Ihr macht hier sowas. Wir machen das nur für uns als Hingucker auf die Messe. Ja, ihr seid von Liontron, wir haben ganz viele Videos gemacht, ihr baut nachhaltige Batterien, ja, die man selber reparieren kann. Das ist unser Hauptgeschäft, ja. Das ist ein Riesending, mittlerweile auch für zu Hause, habt ihr eine eigene Abteilung von einer anderen Firma. Aber auch Liontron hat Einschübe für zu Hause?
Natürlich, aber nicht Liontron. Liontron ist unsere Batteriefirma. Ja. Die machen nur Batterien. Wir haben eine zweite Firma, die heißt Green Akku. Das ist der größte europäische Anbieter von Gesamtlösungen. Und die haben alles andere. Die sind also Victron und Solarmodule und Wechselrichter und das ganze Zeugs, was man braucht, um eine fertige Lösung zu haben. Eine Lithiumbatterie ist ja nur eine Komponente von vielen. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Sprinter habe, zum Beispiel habe 4x4 neu von Kabel, ja, kann ich ihn zu euch bringen und ihr macht die Bleigel raus, macht da... Nein, wir machen das nicht. Nein, das machen wir nicht, weil wir selbst zwei linke Hände, habe ich fast gesagt. Nein, wir machen keine Handwerksdienstleistung. Das macht der Fachhändler. Wir haben 1200 verschiedene Fachhändler. Wo wohnst du? Ich wohne in Saarbrücken. Okay, wir haben im Saarland auch Einbaupartner, okay, und überall fast in jeder Stadt. Ne? Oh, das Coole ist, ihr habt auch die Formen habt ihr adaptiert. Also wenn ihr zum Beispiel unterm Sitz vom Sprinter nur eine Batterie reinpasst, habt ihr eine eigene Batterie, die passt dann gut, ja, rein, oder? Ja, wir haben für jeden Typ, aber hauptsächlich für die Fiat-Modelle, Ducato, weil das ist die Hauptmodelle, haben wir bis zu 300 Ampere-Stunden unter dem Sitzversion. 150, 200, die genau unter den Sitz passen. So, dann gehen wir kurz mal hin. Zeigen das gleich mal. Also ich bin total geflasht. Du hast immer wieder ganz besondere Sachen, obwohl du ja eigentlich Batterien baust, nimmst du immer wieder die Herausforderungen entgegen und sagst, ich will mal zeigen, dass es auch anders geht, nämlich ohne Gas. Denn so die Nachfrage nach ohne Gas, die ist immer größer, Wolfgang. Und die Leute... Nur noch. Die vertreten nur noch. Aber ein bisschen mit Eigennutz. Eigennutz heißt, je mehr Fahrzeuge ohne Gas auf dem Markt sind, je mehr Lithiumbatterien brauche ich. Lithiumbatterien ist Liontron, ja, ganz einfach. So, wenn jeder Gas hätte, braucht er ganz wenig Batteriekapazität. Das kommt uns nicht entgegen. Uns kommt eher entgegen, wenn keiner mehr Gas im Auto. Gas ist gefährlich, Gas ist schwer zu beschaffen und mit all diesen Dingen. Strom hat man immer, vor allem wenn man ein autarkes Gerät hat, was genug Solarmodule hat. Jetzt noch was ganz Besonderes, das sind keine Lithium-Ionen-Akkus, sondern die sind etwas sicherer. Ich erkläre dir das kurz. Lithium-Ionen ist die Gattungsbezeichnung, die Sammelbezeichnung für alle Lithium-Akkus. So, unsere oder die heißen Lithium-Eisenphosphat. Ja. Ferrophosphat. Ja. Die Lithium-Eisenphosphat ist die älteste Lithium-Technologie und auch die sicherste. Unterscheidet sich von den Lithium Chrom, Nickel, Mangan, Kobalt, die heute noch in den meisten Autos sind, dadurch, dass es nicht brennen und nicht explodieren kann. Also die können nicht brennen und nicht explodieren? Nein, nicht. Sind aber um bis zu 20-30% schwerer. Das heißt, die neuen Teslas, die heute in Shanghai gebaut werden, die werden auch mit Lithium-Eisenphosphat deshalb angeboten. Die sind ein Ticken schwerer, ja, und im Winter ein Ticken schwerer, nicht ganz so schnell zu laden. Ja, aber sicherer. Das ist auch Eisenphosphat. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Sauerstoff nicht mitgeliefert wird, hat mir dann Sohn mal erzählt. Ja, mein Sohn weiß das ganz genau. An diese Kobaltanode da dran, ja, die führt dazu, dass eine Batterie durchgehen kann. Durchgehen kann, die ist nicht mehr löschbar. Da muss man das Auto dann tagelang ins Wasserbad tauchen. Was ziemlich cool ist, man darf eure Batterien aufschrauben, man darf sie servitieren, wenn jemand Weltreisen ist. Man soll sie sogar, ich erkläre es euch folgendes. In den ersten 5 Jahren sollte man es nicht, weil dann hat man Werksgarantie von uns. Da die Batterie in 5 Minuten zu öffnen, 5 Minuten reparieren, 5 Minuten verschließen und versenden ist von uns, braucht der Kunde es nicht. So. Hat er die Batterie 5 Jahre und einen Tag, somit ist die Garantie abgelaufen, dann darf er es gerne, dann soll er es sogar, weil dann kann er ja die Ersatzteile kaufen. Da kann er selbst auch in 5 Minuten reparieren. Wenn er jetzt eine Weltreise macht, dann erlauben wir ihm ausdrücklich, dass er die öffnen kann. Und jemand, der eine Weltreise macht und hat 2 oder 3 von diesen Batterien, der nimmt ein Batteriemanagementsystem in Reserve, ein paar Zellen, die sind ja alle geschraubt, und so ein Bluetooth-Stick. Hat jetzt ein Kunde hier abgebrochen, ne? Mhm. Jetzt normalerweise hier drauf, fest, so, als Reserve. Das heißt, er kann dem gar nichts passieren. Wenn er in Südamerika ist und hat ein Problem, dann kann er eben mal auf die Schnelle entweder die Elektronik tauschen oder eine oder mehrere der Zellen, die sind ja alle geschraubt zueinander, oder diesen Bluetooth-Stick.
Olli, es ist aber so, wenn man die Ersatzteile mitnimmt, geht auch nichts mehr kaputt. Das ist wie so eine Versicherung, oder? Das ist immer so. Das ist immer so. Das ist immer so. So, das heißt, man sollte auf jeden Fall. Wenn eine Lebensversicherung hat, stirbt nicht. Ne? Stirbt nicht, das ist so. Also ich bin begeistert. Ihr habt einen Stand. Komm, wir gehen mal kurz hoch, dass wir das Ganze mal sehen. Das Wichtigste bei euch am Stand ist die Kaffeemaschine. Denn ich sag mal, das Coole ist, ihr habt hier viele stromfressende Geräte immer angeschlossen. Die hängen an den Batterien, gell? Nur an die Batterie. Wir haben hier überhaupt keinen Strom. Hier. Hängt alles an den Batterien. Da haben wir noch 87%. Hier und hier auch auf der anderen Seite. So, hier ist am Dach wahrscheinlich auch Solar, oder? Ja, voll. Voll Solar. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Einstiegsbatterie, 100 Amperestunden, sehr beliebt. Das ist eine 100 Amperestunde, das ist die am meisten gekauft wird. Ja. Preis ungefähr, 1.000er? 900, 950, so geschätzt. Gefühlt. So, du sagst aber, wenn man es richtig rechnet, ist Lithium viel billiger wie Bleigel. Ja, ist ganz einfach zu erklären. Eine Blei- oder Bleigel-Batterie hat zwar eine Designlebensdauer von 10 Jahren. Leider schafft das keiner, weil keiner die Batterie so behandelt, wie man sie eigentlich behandeln müsste. Deshalb ist die unsere Erfahrung, dass nach spätestens 2 Jahren der Kunde kommt und sagt, meine Bleibatterie, als sie neu war, hat sie 100%, jetzt hält sie nur noch halb so lange oder 20%. Das heißt, die ist nach 2 Jahren schon schwach auf der Brust. Und da kann er überlegen, ob er die noch ein Jahr nutzt, also noch schwächer, da kauft er eine neue. Das heißt, im Durchschnitt werden Bleibatterien im Campingbereich oder im Wohnmobilbereich alle 3 Jahre ersetzt. Eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie hat eine Designlebensdauer von 20 Jahren. 20? 5 Jahre Garantie, 10 Jahre daraufhin Nachkaufgarantie für die einzelnen Teile. Ja, aber der Designlebensdauer heißt, unter günstigsten Umständen hält die Batterie 20 Jahre. Ne, Bleibatterie unter günstigsten Umständen 10 Jahre. Nur die günstigsten Umstände schafft in der Praxis niemand. So, wir haben eine schöne Batterie, die mag ich jetzt, 12,8 Volt, 200 Amperestunden. Du sagst, man kann die 200 Amperestunden auch wirklich entnehmen. Die kann man deshalb wirklich entnehmen, weil Liondron-Zellen hat, die plus sortiert sind. Das heißt, die 200 Ampere Nennleistung hat in Wirklichkeit zwischen 210 und 215 Ampere drin. Sodass man das immer netto nutzen kann. Das ist nur bei Liondron. Ach so, und das heißt, die Elektronik schaltet dann ab, da ist ein bisschen noch was drin. Ja, immer. Wie bei deinem Handy auch. Das ist nie leer, wenn es abschaltet. Ne? Das heißt, plus sortierte Zellen führen dazu, dass wir bis zu 10% mehr Leistung, also mehr Kapazität in der Batterie haben. Und wenn wir die Nennleistung rausgezogen haben, dann schaltet sie ab. Andere Batterien, die kann man dann zu 80% oder zu 90% nur nutzen. Das heißt, da steht 100 Amperestunden drauf, sind aber maximal 90 oder 80 Amperestunden drin. Jetzt sagen Leute, das stimmt nicht, ich habe eine Batterie bekommen, die hat nur 90%, die habe ich bekommen. Ich stehe dafür auch gerade. Das heißt, ich sage mal, wenn das so wäre, dann schickt er die zu uns hin, da hat er die in kürzester Zeit, weil wir brauchen 5 Minuten zum Öffnen, ich habe es erklärt, 5 Minuten checken, 5 Minuten tauschen, hat er eine neue Batterie. Aber da über 100.000 Batterien verkauft sind und diese Fälle, wir haben den technischen Leiter von uns da, das ist der Sven. Irgendwo läuft der hier rum. Also mir ist das nicht bekannt, was du mir eben gesagt hast. Nee, ich habe das nur gesehen im Kommentar. Da hat einer geschrieben, ja, und der Service wäre so schlecht und das alles. Wichtig ist, wenn man Garantien, ihr gibt ja 5 Jahre Garantie auf die Batterie. Ja, okay. Aber wirklich deutsche Garantie, die wir wirklich halten. Verstehen Sie? Mhm. Oder verstehst du? Es gibt ja heute Garantie, du hast heute Produkte, die kommen irgendwo her. Der Hersteller sagt so und so viel Garantie. Und wenn du dann den Garantiefall hast, ist der Händler weg. Ist vielleicht der Hersteller nicht greifbar oder alles Mögliche. So, und das hier ist jetzt mal so eine typische Installation in einem Wohnmobil. Das heißt, der hat jetzt einen Wechselrichter hier mit drin, Victron Energy, ein Multifunktionsgerät. Ja, 70 Ampere Lade. 70 Ampere, genau. 1600 Wechselrichter. Da kann man eine Kaffeemaschine betreiben. Zum Beispiel diese Kaffeemaschine wird da dran betrieben. So, und das ist hier ist das Panel, Display. Das ist ein Color Multi von Victron. Da steht also immer drin, was in der Batterie ist, was der Wechselrichter braucht und welche Last da dran hängt. Zurzeit ist die Kaffeemaschine aus, ist null. Na, das ist ein Solarlader, weil hier oben sind Solarmodule drauf. Normalerweise zeigt er hier noch an, was Solar macht. Warum der das jetzt nicht anzeigt, weiß ich jetzt nicht. Das ist nicht schlimm. Die andere Seite siehst du hier. Ja, ist genau das. Ist es gleich in grün. Da zeigt er an, dass zurzeit die Solaranlage mit 157 oder 164 Watt hier reinpustet. So, das ist jetzt so eine typische Mimik. Hier ist noch was Besonderes. Ihr habt, das ist on duty. Ihr habt ein ganz neues System habt ihr entwickelt. Ja, das ist entwickelt worden für einen deutschen Fahrzeughersteller, die Firma Vario Mobil.
Variomobil gilt als der, ja. Der Heiko. Ja, ja, als der, du kennst ja Variomobil, ne? Ja. Also der Mercedes, Rolls-Royce unter den Wohnmobilen. Und die haben für ihr Fahrzeug ein System zusammen mit einer Firma in Berlin entwickelt, die es ermöglicht, von einem Gerät aus das gesamte Auto zu steuern. Also nicht nur Energie, sondern auch Lichter, Flüssigkeiten, Tankinhalte und alles Mögliche. Also es gibt überhaupt keine Grenze, das ist auch so ein kleiner Monitor. Die haben normalerweise größere Monitoren in ihren, die gibt es in verschiedenen Größen. Und dieses On-Duty-System ersetzt das hier nur Energie, hauptsächlich, ja. Ersetzt, kann Druma Heizung steuern zum Beispiel, kann Dometic-Geräte, Klimaanlage steuern, also alle Geräte steuern. Licht an, aus? Alles, Licht an, aus, verschiedene Lichtfarben und... Ach. Okay, ich seh gerade hier vorne, da sind zum Beispiel solche ich sag mal Sachen dran, damit ich Steuerausgänge habe für Relais, ja, egal was. Ganz viele Dinge, also der Daniel... Komm sogar mal einen Moment. Das ist der Erfinder von diesem System, der Daniel. Kannst du vielleicht gerade mal ein paar Sachen noch dazu sagen? Hallo Daniel. Hallo. Ja, ich habe schon erfahren, dass der Heiko Hülsmann ist großer Fan von dir. Ja, ja, ist er. Also wir sind jetzt bei Vario seit, ich glaube, mittlerweile 14 Monaten Erstausrüster von diesem System. Ich habe ein Fahrzeug gefilmt von euch. Ja, ja, also, ja. Das ist kurze. Das Video kenne ich noch, genau. Ja. Ja, genau. Letztendlich ist es eine One-Touch-Display-Besteuerung, wo man alles mitsteuern kann. Klimageräte, man kann Tanks erfassen, man kann Licht an- und ausschalten, Wechselrichter mit Fernbedienen. Und man braucht halt nur noch dieses eine Display anstatt wie früher die 5 oder 6 oder 7, die auch noch verschieden aussehen und sich verschieden bedienen. Deshalb, das war uns sehr wichtig, dass wir eine einheitliche Bedienung für alle Gewerke haben. Ja, wichtig ist ja die Zuverlässigkeit. Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind eine Maschinensteuerung, wir sind halt nicht so wie andere Mitbewerber zum Beispiel, die abstürzen können oder die ewig lange brauchen, um zu starten. Watchdog? Watchdog selbstverständlich. Also sollte mal ein Fehler auftreten, booten wir in knapp 6 bis 10 Sekunden und dann ist alles wieder einsatzfähig. Und was uns auch ganz wichtig war, selbst wenn Licht an war, hier auf unseren Steuerboxen und die Haupteinheit mal neu starten sollte, bleibt das Licht an. Bei ganz vielen anderen Herstellern ist es wirklich so, dann ist erstmal dunkel. Dimmen, wie funktioniert das? Ist es pulsmoduliert? Ja, das ist Pulsweitenmodulation. Letztendlich, hier ist jetzt gerade wieder eine Spielfirmware drauf. Kann ich jetzt leider gerade nicht zeigen. Aber letztendlich mit dem Slider. Das heißt, ihr könnt hier über Smartphone, ihr könnt hier eine Art Boost-Technik, ihr könnt Schalter definieren, die diverse Szenarien steuern können. Genau, also bei uns gibt es verschiedene Lizenzen, die schalten dann Räume frei. Für uns sind das hier Räume, da kann man bis zu 6 anlegen und dann Gewerke, Lichtsteuerung, auch sonstige Steuerung, Timer-Funktionen und so, sich einfach frei konfigurieren und sagen, was die tun sollen. Auf den entsprechenden Boxen dann halt. Und damit kann man RGB-Streifen, man kann Warmweiß-Kaltweiß-Streifen damit steuern komplett oder auch normale LEDs. Jetzt mal eine Frage, jetzt ist ja auch 12 Volt, ist ja nativ zu Hause immer mehr im Kommen, dass Leute also Solarpanels plus Batterien und allem drum und dran, das wäre auch eine Anwendung für zu Hause denkbar, ne? Ja, prinzipiell ist es möglich, jetzt gerade hier, dadurch, dass wir halt speziell die Bustechniken des Wohnmobils einbauen, ist es halt ein bisschen schwierig. Das heißt, wir steuern hier zum Beispiel in 3 CI-Zonen verschiedene Heizgeräte in Wohnmobilen. Das wäre halt natürlich eine Funktion, die zu Hause nicht so auftauchen würde. Aber prinzipiell die Energieübersicht, also diese erste Seite mit Solar, mit der Batterieanzeige und so weiter, die würde selbstverständlich auch in einer Hausinstallation. Na, ich dachte jetzt zum Beispiel jetzt ein kleines Haus, ein Tiny House oder? Ja, Tiny House auf jeden Fall, klar. Also dafür sind wir auch gedacht. Tiny House, mehrere Zonen steuern, Fußbodenheizung, Yacht. Das ist genau unser Bereich, wo wir uns wohlfühlen. Ist das schon zu haben, das System? Das ist auf dem Markt. Die Box hier gibt es seit einem Caravansalon, aber prinzipiell gibt es das System, wie gesagt, bei Vario auch schon länger, seit jetzt knapp 1,5 Jahren. Genau, und wird von immer mehr Herstellern jetzt auch eingesetzt. Also es funktioniert. Sehr schön. Ja, ich habe alles erfahren. Wo ist der Wolli? Vielen Dank erstmal. Du bist der? Ich bin Daniel.
Nachname? Kai Witzke von der Digitalisiere jetzt 42 GmbH. Und das ist, was ist das geschrieben, die Software? Was habt ihr benutzt? Das ist komplett Maschinensprache sozusagen und das ist Level. Also es ist Embedded C, kein Betriebssystem, sondern okay, wirklich. Also rock hard. Ja, genau. So hart wie es geht, so stabil wie es geht. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, Wolli, er hat ja wirklich Ahnung davon. Danke, ja, der Mann hat Ahnung. Der arbeitet jetzt für uns. Sehr schön. Wir haben jetzt angestellt. So, jetzt haben wir genug Werbung für dich gemacht. Heute am 22. Oktober 2021. Hat dich jemand erkannt auf den Videos eigentlich? Gedreht haben? Nein, mich erkennt niemand. Ich gehe immer so hier. Tschüss, Wolli. Danke. Ciao. Ciao.